Gabi Schiller hat berichtet. Die größte und die zweitgrößte Religionsgemeinschaft in Österreich haben heuer fast gleichzeitig gefastet. Für Christen hat die Fastenzeit mit Ostern voriges Wochenende geendet. Muslime feiern ihre Fastenzeit, den Ramadan, noch bis kommenden Dienstag. Diesen Fastenmonat halten Muslime alle 320 Tage ab, weshalb Ramadan immer zu einem anderen Zeitpunkt stattfindet. Heuer von 10. März bis 9. April. Gläubige dürfen dabei von Sonnenauf bis Sonnenuntergang nichts essen und auch nichts trinken. Aber wie schafft man das und was wissen wir überhaupt darüber? Philipp Dirnbeck hat bei einer Muslime aus dem Burgenland nachgefragt. Kein Fleisch essen, auf Alkohol verzichten oder den Zucker reduzieren. All das sind Fastenvorsätze, die Sie zu Hause sicherlich kennen. Aber den ganzen Tag nichts essen und auch nichts trinken, das ist noch einmal etwas ganz anderes. Wir sind hier in der Eisenstädter Fußgängerzone, wo man quasi alle 20 Meter irgendwo etwas konsumieren kann. Und auch hier treffen wir uns mit Arefe Yildiz, der Vorsitzenden der Islamischen Religionsgemeinde Burgenland. Hallo. Danke fürs Kommen. Auch Sie begehen den Ramadan. Wie schwer fällt es Ihnen, zu so einer Zeit durch eine Einkaufsstraße zu gehen, bei den Cafés und Restaurants vorbeizugehen? Eigentlich absolut nicht schwer, da ich schon über 20 Jahre schon faste, jedes Jahr einen Monat lang. Und man gewöhnt sich eigentlich mit der Zeit. Nach einigen Tagen stellt sich der Körper um und somit gibt es keine Schwierigkeiten. Ich glaube, den ganzen Tag nichts zu essen, das ist etwas, das man sich auch vorstellen kann, das man vielleicht auch machen kann, aber den ganzen Tag nichts trinken, das stelle ich mir doch recht schwierig vor. Wie geht es Ihnen eigentlich? Mir geht es gut. In den Sommermonaten kann es natürlich sehr wohl etwas schwierig werden, wenn es so heiß wird. Man versucht auch tagsüber mit der Energie etwas sparsamer umzugehen und von daher eher weniger Probleme. Es ist ja auch so, dass es das Fasten auch in anderen Religionen gibt, im Christentum zum Beispiel. Aber der Ramadan im Islam wird ja ein wenig strenger gehalten. Warum ist das eigentlich so? Weil es strikte Regeln gibt, wie wir zu fasten haben, was wir essen dürfen, was wir nicht essen dürfen, also tagsüber gar nichts essen und trinken. Der Gedanke dahinter ist, dass man einfach zur Ruhe kommt und dass es zu einer Reinigung des Körpers und des Geistes kommt. Neben dem Christentum ist der Islam die zweitgrößte Religionsgemeinschaft der Welt mit etwa 2 Milliarden Gläubigen. Ein Großteil davon hält sich auch streng an den Ramadan, der zu einer der 5 Säulen des Islam zählt. Wir sind jetzt hier in Pandorf in einer von 2 Moscheen, die es in Burgenland gibt. Frau Yildiz, wie wichtig ist denn der Stellenwert einer Moschee während des Ramadan? Also die Moschee ist immer wichtig für die Muslime, aber insbesondere zu Ramadan, weil die Spiritualität eine wichtige Rolle spielt zu dieser Zeit. Tagsüber kommen die Menschen da zusammen und rezitieren den Koran. Und am Abend gibt es das Gemeinschaftsgebet, das Tarafi-Gebet. Der Islam ist ja die zweitgrößte Religionsgemeinschaft der Welt. Aber wie sieht denn eigentlich die Situation bei uns im Burgenland aus im Moment? Im Burgenland leben ca. 6.400 Muslime. Wir sind eine wachsende Gemeinschaft und da stellt sich natürlich die Nachfrage nach mehreren Moscheen im Burgenland. Ich habe nachgeschaut, es ist zurzeit um 19.30 Uhr ungefähr Sonnenuntergang. Genau. Was machen Sie denn zum Fastenbrechen? Was isst man denn? Was ist denn vielleicht Ihr Lieblingsessen? Also ich esse eigentlich nichts Außergewöhnliches. Man startet üblicherweise mit Leitungswasser, Datteln oder Salz. Und dann versucht man, eine leichte Kost einzunehmen. Leider endet der Abend immer mit einer deftigen Nachspeise, muss ich gestehen. Dann wünsche ich trotzdem einen guten Appetit und sage Dankeschön fürs Gespräch. Gerne.